Ja, hallo Zolti hier. So wie ihr im Titel seht, fahre ich heute eine KTM 1290 Super Adventure S 2021. Bin hier wieder bei meinem Lieblingshändler, der MotoPro AG in Arisdorf. Ihr seht auch die Perspektive ist eine andere. Ich habe heute meine Helmkamera montiert. Normalerweise würdet ihr ja das hier sehen. Ich habe meine GoPro auf meiner Brust. Meistens und das funktioniert hier aber jetzt mit der Adventure überhaupt nicht, weil ihr seht eigentlich nur noch den Tacho. Daher haben wir hier zwei Arten von Aufnahmen. Ich werde dann immer mal hin und her switchen. Jo, wie fühlt sie sich? Also man sitzt extrem hoch oben, natürlich aufrechte Haltung. Aber ich muss schon sagen, also jetzt gerade hier meine erste Lieblingskurve, danach kann ich immer schön beurteilen, wie mir die Maschine liegt. Also wirklich hervorragend. Die legst du hier hin, kannst sie immer weiter runterdrücken, die ist komplett spurtreu. Also ganz toll, schon die ersten paar Meter zum Fahren. Ich zitiere gleich mal die Marketingabteilung von KTM, die nämlich Folgendes über diese Super Adventure S sagt. Schnell und mühelos viele Kilometer abzuspulen, liegt in der Natur der KTM 1290 Super Adventure S. Eine für Adventure-Fahrten optimierte V2 mit 160 PS und 138 Newtonmeter Drehmoment garantiert, dass ganze Kontinente zügig durchquert werden, während die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und das semiaktive Fahrwerk zusammen mit einer überarbeiteten, fahrerorientierten Ergonomie und modernen Technologien die Wendigkeit und den Langstreckenkomfort auf die nächsthöhere Stufe bringen. Wir sagen einfach offen heraus, die KTM 1290 Super Adventure S ist der neue Maßstab. Okay, das ist die Marketingabteilung von KTM. Also der Motor ist tatsächlich sehr kraftvoll. Er ist ein bisschen leise. Ich finde die Motorenbremse recht schwach. Ich mag ja, wenn ich Motorrad fahre und vom Gas gehe, dass ich dieses Brummen vom Motor und diese Bremswirkung des Motors, den mag ich sehr. Der ist hier nicht vorhanden, aber der Motor ist durchzugsstark. Also der hat richtig Bums, sage ich mal. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Die Displays bei KTM finde ich einer der besten in der Branche. Also neben BMW auf jeden Fall Benchmark. Hier ist ein kratzfestes 7 Zoll TFT-Display verbaut. Also extrem gut zum Ablesen. Hier auf der linken Seite gibt es einen kleinen Joystick, den man entsprechend dann benutzt, um da ja, Dinge zu verstellen. Natürlich nicht während der Fahrt unbedingt, weil da bist du natürlich abgelenkt. Aber ich muss sagen, ich habe vorher mal so ein bisschen rumgespielt. Da hat es unglaublich viele Möglichkeiten, das Bike entsprechend umzustellen. Also wirklich, mir gefallen die Displays. Da hat KTM eigentlich alles richtig gemacht. Machen wir einen Walkaround um die Maschine. Ja, ist ein Offroader, hä? Unverkennbar. Ist wahnsinnig bullig vorne, finde ich. Aber passt wunderbar zum Bike, so mit der hohen Scheibe vorne, markantes Licht, angehaucht an die KTM-Familie, finde ich. Hat unten auch so eckige Elemente. 220 Kilo Trockengewicht, also doch schon einiges. Ich nehme an, mit den Säften und alles, was da drin ist, dann 240, denke ich. 23 Liter Tank bei einem 5,7 Liter pro 100 Kilometer Verbrauch angegeben. Reifen sind hier jetzt Mitas verbaut, Straßenreifen vorne in Dimension 120 und hinten mit der Dimension 170. Für die Offroad-Fans gehe ich davon aus, dass es entsprechende Reifen zu kaufen gibt, die dann den Spaß im Gelände dann sicher erhöhen. Mir gefällt sie, dieser Offroad-Style, Enduro-Style. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich halte jetzt mal die Klappe, nehme euch mit,
genießt die Fahrt mit mir mit der KTM 1290 Super Adventure S. Viel Spaß! Ja, ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mitbekommen. Also es macht richtig Spaß hier mit der Adventure hier zu fahren. Also ohne Zweifel, wirklich super. Auch die Bremsen, wieder mal Brembo, wie fast in jedem meiner Testbikes, packen richtig gut zu, fühle mich da absolut top sicher. Ganz viele elektronische Hilfen hier mit dabei, Kurven ABS, Ride-by-Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, verschiedene Fahrmodi, inklusive sogar ein Offroad-Modi. Ihr wisst, ich bin kein Motorradverkäufer, ich bin Fahrer, bitte geht's da auf die KTM-Seite. Ich habe auf jeden Fall sau Spaß hier mit dem Teil. Und ich bewege die wirklich super, super gerne. Ich sitze hoch oben, aufrecht, bequem im Kniestand. Absolut top, könnte ich mir super vorstellen, so ein Bike bei mir in die Garage zu stellen. Ja, ich komme zum Fazit meiner Testfahrt. Jo, also, wo soll ich beginnen? Bequeme fahraktive Sitzposition habe ich schon erwähnt gehabt. Es hat ein umfangreiches Elektronikpaket. Ich finde das einen sehr sportlichen V2-Motor, also immer genügend Kraft, wo du es brauchst. Ein unglaubliches Display, nicht zu übersehen, also wirklich super abzulesen. Ich finde, es hat ein umfangreiches Elektronikpaket drin. Und obwohl es eigentlich recht schwer ist, die Maschine, die ist spielerisch, du hast ein spielerisches Handling damit. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist ein Quickshifter. Aber das kann man hier mit Aufpreis, kann man das dann hier auch noch dazu fahren. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an MotoPro AG hier in Aristorf. Wenn ihr dieses Bike ausprobieren wollt, kommt her, bucht eine Probefahrt und ihr habt hier kompetente Beratung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, bitte abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss!